Ich hätte noch. Da muss. Das. Nee. Und warum muss es denn zwei Seiten darf geben? Das ist. Darf. Das sind zwei Seiten. Damit. Darf. Muss ich mir vielleicht. Ein Blech? Hä? Ist halt auch ein bisschen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Weiß noch, was wir gemacht haben? Ich weiß jetzt nicht mehr, was die ganzen Dialoge oder so waren. Das würde kein. Jetzt schießt er mich ab, ne? Ich könnte. Ich meine, das wäre schon cool, aber da stehe ich auf der Verliererseite. Bitte, schieß nicht! Komm schon. Können wir uns nicht irgendwie arrangieren? Jo. Aua! Hörst du mal auf, mich zu beschießen? Mann, oh Mann! Warum? Das macht Spaß! Könnte ich den ganzen Tag machen, Rotzfresse! Okay, jetzt hör zu, Yogi. Ich brauche wirklich diese Polizeimarke. Es ist dringend. Du kannst mich. Also, okay, du kannst also schießen. Warum vertragen wir es nicht einfach? Hör zu, Junge! Ich brauche wirklich diese Polizeimarke. Es ist dringend. Wozu brauchst du die? Ich will mich als Cop ausgeben und so ein Arschloch verhören, das mich gestern ausgeraubt hat. Du hast Arschloch gesagt. Das sagt man nicht. Du musst bestraft werden. Warte, halt. Schieß nicht. Warum sollte ich das nicht machen? Tja, weil es scheiße wehtut. Ah! Hüte deine Zunge, wenn du mit mir redest, du schleimige Made. Bei Gott. Dafür wirst du bezahlen. Ach ja? Was willst du denn machen? Ich lass mir was einfallen. Wart's nur ab. Ich bin doch noch klein. Ich hab gar kein Zeitgefühl. Okay, du kannst also schießen. Na klar. Soll ich nochmal auf dich schießen? Nein, das reicht jetzt. Na gut. Aber weißt du, ich stehe hier direkt vor dir, also werd nicht gleich überheblich, okay? Du kannst ja noch ein Stück weiter weggehen. Ich wette, dann treffe ich dich immer noch. Nein. Schieß doch lieber mal auf was anderes. Also irgendwas, das nicht ich ist und das nicht so nah dran ist wie ich. Sodass ich einschätzen kann, ob du ein guter Schütze bist. Okay. Was hast du denn gedacht? Schieß doch mal auf das U-Bahn-Schild. Kein Problem. War wohl doch ein Problem, hm? Halt's Maul! Wow! Guck dir das an! Hast du getroffen? Na klar! Komisch, da ist gar keine Delle drin. Egal, ich hab wirklich getroffen. Okay, tja, dann muss ich dir wohl einfach glauben. Meinst du kannst das Rote Kreuz auf der Absperrung treffen? Guck genau hin. Knapp daneben ist auch vorbei. Du sollst das Maul halten. Oh, scheiß Schrottteil. Mach dir nichts draus, ist schon okay. Halt endlich dein Maul. Na bitte. Oh, hab grad nicht hingeschaut. Kannst du das nochmal machen? Ja. Gesehen? Tja, naja, das erste Mal hast du aber nicht getroffen, aber wenn du damit zufrieden bist. Du bist doof. Für dich ist es bestimmt auch nicht schwer, den U-Bahn-Netzplan zu treffen, oder? Nö, natürlich nicht. Oh, verdammt! Ich kann von hier aus nicht gut zielen. Ja, klar. Daran wird's gelegen haben, ja. Schau genau hin. Hast du gesehen? Ich hab ja gesagt, dass ich das kann, du Depp. Tja. Aber sogar ein Affe hätte so ein großes Ziel getroffen. Hey, vergiss nicht, dass ich hier die Knarre habe. Weiß schon, ich will ja nur andeuten, dass du vielleicht ein bisschen üben musst. Muss ich nicht. Okay, na dann. Willst du nicht mehr üben? Warum schießt du nicht nochmal auf den Netzplan? Du bist so nervig. Vielleicht schieße ich dir einfach mal ins Auge. Aber Junge, ich wollte doch nur... Was ist denn jetzt kaputt? Ach nee. Das ist wohl, du musst niemals nachladen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Tja, na gut. Nun stell dir mal vor, jetzt bin ich am Drücker. Mir reicht's mit dem Drecksgürtel. Hey,
Hey, lass das! Ich soll das lassen? Ich glaube, du spinnst. Ich werd nicht gern nass. Ah, du wirst also nicht gern nass, ja? Hör auf, hab ich gesagt. Ich sag's meiner Mami. Ja, klar. Die sieht so aus, als wenn sie das interessiert. Mami, der Mann ist ein Stalker. Er hat meine Wasserpistole und jetzt spritzt er mich nass. Klar, Marianne. Aha. Ja, interessiert ja. Sie sehr. Mami! Momentchen mal. Hörst du jetzt auf zu schreien? Ich telefoniere gerade. Aber Mami, der Mann will mich entführen. Sag noch einmal Mami. Sag noch einmal Mami. Ich warne dich, Motherfucker. Ach, Scheiße. Oh, was ist denn los? Mami hört dir wohl nicht zu, was? Oh, armer kleiner Scheißer. Willst du ein bisschen Wasser? Das wirst du noch bereuen. Gib mir das Abzeichen da los. Das war so abgemacht, du kleiner Scheiße. Ich hab jetzt die Hosen an, nicht zu mich stoppen. Gib mir das Abzeichen. Na los, das war so abgemacht, du kleiner Scheißer. Abgemacht? Gar nicht. Ich geb dir meine Polizeimarke nicht. Niemals. Du willst es also auf die harte Tour, ja? Aufhören! Ich bestimme hier, wenn's reicht. Und das wird erst sein, wenn ich die Marke habe. Na gut, hier ist die Scheißmarke. Du hässliches, dummes Schwein. Braver Junge. Warum musste das denn so schwer sein? Lass mich in Ruhe. Verpiss dich. Aber gerne. Ja. Oh mein Gott. Herrlich. Ach mein Gott. Hey Marie. Entschuldigung. Marie. Kann ich... Da. Bitte sehr, Mary. Danke, Junge. Sieht so dumm aus. Oh, schön, Leute. Oh, wir haben endlich mal... Oh, mein Gott, ey. Der letzte Part oder die letzte Aufnahme ist ja schon mal echt... Oh, war das anstrengend. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Den Typen, der dich umlegt, wenn du dich nicht ganz schnell verpisst. Ist das so? Officer Hicks, gib mir den Ring. Welchen Ring? Den du gestern geklaut hast, du Stück Scheiße. Ich hab den Ring nicht geklaut. Ich meine, ich hab gar keinen Ring geklaut. Officer, ich... Hör auf rumzustottern. Wolltest du mich nicht vor einer Minute noch umlegen, du dreckige Ratte? Hören Sie, ich sag Ihnen die Wahrheit. Ich habe gestern einen Ring in der Dr. Fred Edison Street gefunden. Der lag auf dem Boden. Ja, der lag da auf dem Boden, nachdem du seinen Besitzer bewusstlos geschlagen hast. Ich kenne deine Methoden, du Made. Hey. Glauben Sie nicht, dass das etwas zu weit geht mit den Beleidigungen? Das ist die Macht der Marke. Kann Sergeant Kramer jetzt gut verstehen. Wen? Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß, du Penner. Na gut. Schalten wir mal einen Gang zurück. Ach ja? Was schlägst du denn vor? Warum reden wir nicht einfach wie zivilisierte Menschen miteinander? Willst du damit andeuten, dass ich nicht fähig bin, ein zivilisiertes Gespräch zu führen? Nein, natürlich nicht. Ich was? Abschaum. Ich will keine Probleme mit euch Bullen. Ich habe eine Frau und zwei Kinder, um die ich mich kümmern muss. Ach so, klar. Dann gib mir halt den Ring, den du gefunden hast. Ich hab den im Moment nicht dabei, aber ich kann ihn zeigen, wo ich ihn versteckt hab. Das ist das Intelligenteste, was du heute von dir gegeben hast. Okay. Okay, warten Sie. Ich muss ihn nur aus meinem Geheimversteck holen. Hast du gerade wirklich Geheimversteck gesagt? Ja, Officer. Houston, wir haben ein Problem. Ich lass mich überraschen. Ich finde ihn nicht. Der war genau hier. Das schwöre ich. Und das soll ich dir jetzt abkaufen, ja? Ich verstau meinen Krempel immer hier. Ich versteh's nicht. Tja, dann sag ich mal den Jungs, sie sollen eine Pritsche für dich vorbereiten. Liegst du gerne oben oder unten? Und ich spreche jetzt nicht von der Pritsche. Moment. Den muss jemand geklaut haben. Ja, du. Und du gibst dir nicht mal Mühe, ihn wieder rauszurücken. Tja, deine freie Entscheidung. Verdammt, warten Sie.
Ich wurde ausgeraubt. Ich will eine Anzeige erstatten. Wie bitte? Ich sagte, ich wurde ausgeraubt. Ich! Ich glaub's nicht. Fühlt sich nicht toll an, oder? Tja, ich wurde ausgeraubt und auch noch niedergeschlagen. Aber wer konnte denn wissen, dass ich den Ring hier versteckt habe? Tja, die einzige Person, die ich herumschleichen sehen habe, war der... Oh, Scheiß. Was? Nichts. Ist nicht mehr dein Problem. Verzieh dich. Der Penner. Hätte wissen müssen, dass der Bastard mich übers Ohr haut. Keine Zeit dafür. Der Penner. Was? Okay, der Penner ist immer in dunklen Gassen zu finden, ne? Dann würde ich sagen, Randalls Wohnung gucken wir mal ab. Checken wir mal ab. Gucken wir mal an. Oder so. Hier ist er nicht. Clayton's Cave? Das ist das Einzige, was ich jetzt noch... Oder? Das ist die einzige Gasse, glaube ich, noch. What? Was geht, Junge? Suchst du was? Du verdammter Bastard. Hey, kein Grund für Beleidigung. Ich werde noch mehr machen, als dich nur zu beleidigen, wenn du mir nicht mein Eigentum wiedergibst. Deins? Ja, meins. Und hör auf zu lachen. Der Ring ist zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgekehrt. Du solltest hoch erfreut sein. Verdammter verräterischer Penner. Du weißt genau, wie dringend ich den brauche. Entspann dich, Junge. Du wirst ihn nicht mehr brauchen. Du bist schon die ganze Zeit hinter dem Ring her? Was soll das alles? Aber du hast mir sogar geholfen. Du hast mir gesagt, dass du eine Art Orakel bist. Was ist los, Junge? Sag bloß, du bist doch nie ausgenutzt worden. Ach, du bist Abschaum. Aber das wusstest du ja schon. Komm schon, Junge, entspann dich. Der ganze Zorn, der dich jetzt ergreift, wird in Kürze wie verflogen sein. Nicht heute oder morgen, aber du wirst wieder lieben lernen. Du glaubst wohl, das ist lustig, hm? Ich geb mir Mühe. Meine Geduld hat Grenzen, ich warne dich. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie wird die Menschheit dann überleben? Ich hab dich gewarnt. Gib mir den Ring. Er gehört mir. Du weißt, dass er mir gehört. Au, Mann, nicht What? Cool. Rennst du jetzt rum und spielst Zeus? Hast du geglaubt, der Ring ruiniert einem nur das Leben? Ich weiß, dass er seinen eigenen Willen hat. Das habe ich von dir gelernt, als wir noch Freunde waren. Stimmt. Aber du hast keine Ahnung, was er kann. Dieses Ding hat Ströme versiegen lassen, Gebäude einstürzen und hat ganze Zivilisationen zerstört. Wovon zum Geier redest du? Hör zu, Junge. Ich weiß nicht, wer diesen Ring erschaffen hat oder welche Macht er verleiht. Aber er verändert seit Jahrhunderten die Realität dieser Welt und fast niemand weiß von seiner Existenz. Vergisst du da nicht was, mein Freund? Nämlich, dass es mir scheißegal ist? Er kann auch die Gedanken der Leute beeinflussen, dass die wie von ihm besessen sind. Er zwingt sie dazu, Sachen zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollten. Er kann sogar Leute verfluchen, sie in einem Raumzeitparadox gefangen halten. Das kommt mir bekannt vor. Niemand konnte den Ring je bezähmen, aber ich bin nah dran. Bald wird es nichts mehr geben, das ich nicht tun kann. Heißt das, dass du endlich mal duschen gehst? So fängst du jetzt ernsthaft an zu studieren, oder was? Also schreist du keine komischen Sachen mehr in der Gegend herum? Weißt du, eins verstehe ich nicht. Heißt das, dass du endlich mal duschen gehst? Ich habe halt wichtigere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Oh, sorry, Herr des Universums. Aber es ist nie eine gute Idee, die Körperhygiene zu vernachlässigen. Diese Dinge sind jetzt nicht mehr von Belang. Okay, red dir das ruhig ein, aber ganz im Ernst, du stinkst. Ah! Keine Antwort. Zisch. Zisch. Also fängst du jetzt ernsthaft an zu studieren, oder was? Wie bitte? Na, du weißt schon, dass du deinen Abschluss machen kannst und einen Roman schreiben und ein fliegendes Auto bauen oder was auch immer.
Hey, wofür war das denn? Ich meinte das ernst. Das war auch ernst. Ernst, ehrlich, herzlich und spontan. Also schreist du jetzt keine komischen Sachen mehr in der Gegend rum? Tja, ein Penner hat auch Bedürfnisse, egal wie viel Macht er besitzt. Ich schaue einfach mal, wie es läuft. Wenn du die Weltherrschaft übernimmst, möchte ich, dass du aufhörst rumzuschreien, dass ich verflucht bin. Das wäre zumindest ein erster Schritt auf dem Weg, wieder Freunde zu werden. Niemals. Aber warum machst du das? Das bringt doch jetzt gar nichts mehr. Außerdem bist du doch jetzt dieser mächtige Typ, oder? Ich weiß, aber ich leg doch nicht liebgewonnene Gewohnheiten einfach ab. Ich bin doch kein scheiß Yuppie und ich werde auch nie einer sein. Yuppies rennen wenigstens nicht rum und pöbeln wildfremde Menschen an. Du verstehst nicht, Junge. Egal wie weit man es bringt, egal wie erfolgreich man ist, es sind die kleinen Dinge, all diese alltäglichen Kleinigkeiten, die das Leben ausmachen. Verstehst du? Ja. Tiefschürfende Weisheiten von einem emotional gestörten Obdachlosen. Dieser Blitz immer, ey. Weißt du, eins verstehe ich nicht. Was denn? Oh Gott, wenn du den Ring früher schon hattest, warum wolltest du ihn überhaupt erst loswerden? Wenn der Ring seinen eigenen Willen hat, wie kannst du dir sicher sein, dass er dich nicht auch in die Scheiße reitet? Wenn man den derzeitigen Stand der Technik bedenkt, ist es dann eine gute Idee, wenn man bei der neuen Konsolengeneration nur noch auf die Downloads setzt? Fängst du jetzt an zu schweben? Wenn man den derzeitigen Stand der Technik bedenkt, ist es dann eine gute Idee, wenn man bei der neuen Konsolengeneration nur noch auf Download setzt? Tja. Ja? Meiner Meinung nach... Deiner Meinung nach was? Wenn du nicht antworten willst, dann lass es doch einfach. Aber ich wollte doch. Wenn du den Ring früher schon hattest... Warum wolltest du ihn denn überhaupt loswerden? Komplizierte Geschichte. Man weiß nie, was mit dem Ding passiert. Obwohl, hast du ihn nicht auch verloren und willst ihn jetzt zurück? Willst du mich wirklich beurteilen? So hatte ich da gar nicht drüber nachgedacht. Klar hast du nicht. Andere Leute verurteilen ist einfach, was? Aber wer im Glashaus sitzt... Hey, ich sagte ja schon, du hast recht. Was willst du denn noch? Aua! Das! Wenn der Ring seinen eigenen Willen hat, wie kannst du sicher sein, dass er dich nicht auch in die Scheiße reitet? Bin ich nicht. Ich bin nur für den Spaß dabei. Und ehrlich gesagt wird mein Leben eh nicht viel schlimmer, als es schon ist. Stimmt. Aber du kennst den Ring. Vielleicht hat er ja schon was Finsteres für dich geplant. Und was soll das sein? Weiß nicht, vielleicht hättest du zufrieden sein sollen mit dem, was du hattest, anstatt dich korrumpieren zu lassen. Diese Strahlen sehen nicht gerade gesund aus, weißt du? Und wenn du ihn irgendwann mal loswerden willst und es dann längst zu spät ist, um... Warum sollte es dann zu spät sein? Weil du dann vielleicht tot bist? Ja, verstehe, was du sagen willst, aber weißt du was? Was? Tisch! Das ist so gut. Fängst du jetzt an zu schweben? Ich levitiere. Ich sag ja, der Ring hat Kräfte. Ja, ist ja jetzt nicht gerade so toll. Man sieht's ja kaum. Ich levitiere. Ich schwebe nicht. Da gibt's einen Unterschied. Und nur zu deiner Information. Man sieht's sehr wohl. Ja, klar. Wenn du das sagst. Ich sag es. Ich... Der levitierende Penner. Übrigens, schwebst du schon die ganze Zeit, seit ich hier bin? Weil mir ist es gerade erst aufgefallen. Zisch. Ja! Was denn? Bin halt nicht so der aufmerksame Beobachter. Mann, oh Mann. Wie ich schon mal sagte, kann man der Natur des Universums nicht entfliehen. Wo der eine nur Zufall sieht, sehe ich Konsequenzen. Wo der eine nur Wahrscheinlichkeit sieht, sehe ich Kosten. Was zum Geier redest du denn da? Bring mir die Augen des Orakels und ich gebe dir deinen Auserwählten zurück. Ich glaube, das ist ein fairer und vernünftiger Handel. Ja? Nein? Genug von deinem blöden Geschwätz. Ich dachte, du bist das scheiß Orakel. Nein, 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 Tisch. Oh. Oh, Mann!